sind immer noch da. Immer noch. Drei Jungs mit mehr als Musik. Immer noch dicke Beats, immer noch fette Texte. Noch immer kein Interesse für hintere Plätze. Immer noch unterwegs für Gott mit Auftrag. Immer noch plakativ und tief wie South Park. Immer noch der Killer, so wie jedes Mal Kenny. Immer noch Peter Pan, Mike, Ruben und Danny. Immer noch Warriors für den Boss, für wen sonst. Immer noch am Leben für SeaWorld zu James Bond. Ein herzliches Grüß Gott bei Vollwert. Kreative Köpfe aus Musik und Kultur präsentieren wir Ihnen und heute aus dem erzgemütlichen Lokal Katis in Winnenden. Ich habe hier aber zwei junge Männer da, die haben harte Wettbewerbe hinter sich. Neben mir zur Rechten Fabian Bruck. Leuchtet das Licht noch? Es scheint immer noch, ja. Hi. Und Nick Howard, du musstest ja über Wochen hinweg dich gegen andere durchsetzen. Wie ist das verdaut? Super, ja, das ist anscheinend. Ich freue mich, hier bei Kati zu sein, mit euch. Wir sind hier. Und du bist aber wieder dran, jetzt ganz neu einzusteigen mit einer neuen CD, neuen Songs. Gerade kommst du von der Bühne, die Leute waren begeistert. Ja, es war super für uns. Ich liebe es, live zu spielen. Für mich, das ist der Wichtigste. Und das ist, warum habe ich Musik gelernt, begonnen. Und so, ja, ich habe eine neue CD. Ich habe für die letzten 18 Monate gearbeitet. Und ja, es ist mein viertes Album jetzt. Und es ist super, es zu spielen für das erste Mal hier. Und die Weltpremiere hier in Winnenden. Slow down, babe, I need a second now to breathe out, feel myself again. I don't know how to scrape myself off the ground, get you out from under my skin. But now I've been shackled and gone in the pain. I can't be broken again. But you can't show. Da war ja nachher eine ganze Schlange junger Damen, die alle ein Foto mit dir machen wollten. Ja, das war super. Für mich ist aber, you know, ich bin immer nervös, das habe ich keinen Fans. So es ist immer cool, wenn wir haben eine lange Schlange da. Und ja, ich liebe es, Fotos zu machen mit meinen Fans und eine Chance zu haben, meine Fans zu treffen. Und ja, sie sind die Beste. Gibt es da manchmal auch dumme Fragen? Nein, nie. Sie sind super, alle. Ja. Gute Frage. Alles gut. Nein, mit der dummen Frage möchte ich nicht weitermachen, sondern. Ja. Was mich natürlich interessiert ist, du hast eine Single auf dem Markt, aber jetzt heißt es auch richtig röteln im Studio, neue Songs schreiben. Wie weit bist du denn da? Also die Songs sind geschrieben. Wir wollen im Herbst ein Album veröffentlichen. Ich bin natürlich heiß drauf. Schauen wir mal, was da so draus wird. Das wäre für mich mein erstes Solo-Album und ja, ich bin gespannt, was da so passiert noch. Ja. Bei dem Wettbewerb hast du ja ständig Lieder anderer Leute singen müssen. Ja. Ist das jetzt ein Riesenunterschied, wenn man plötzlich in die eigenen Songs einsteigt? Ich schreibe auch schon seit Jahren eigene Musik und habe auch schon mit verschiedenen Bands eigene Songs veröffentlicht. Und von daher ist es der Sprung jetzt nicht so groß. Natürlich habe ich da in der Show jetzt nur Coversachen gesungen und die Leute kennen von mir bisher nur diese Coversachen. Aber ja, vielleicht schaffe ich da mit meinen eigenen Songs diesen Sprung. Ich würde es freuen. Schauen wir mal. Ja.
Cover oder eigene Songs? Beides, ja. Yeah. Ich liebe es, Cover zu spielen und meine eigenen Lieder zu spielen und zu schreiben auch. Aber ja, yeah, wenn du denkst, Steve, ich habe I don't know, Oasis gesehen und sie haben ein Cover gespielt bei ihrem Konzert. Und so, es ist immer Spaß, ein Lied von einer anderen zu spielen. Aber ja, yeah, ich glaube, das Original Music ist das Wichtigste. Und, aber ja, yeah, ich spiele alles, Covers. Wir haben ein Cover gespielt heute. Mhm. Und, so ja, yeah, beides. Und wenn man so stark auf Tour ist, kommt man dann überhaupt noch zum Songschreiben oder muss man sich da komplett rausnehmen? Nein, ich kann alles sagen. Wir waren auf Tour für die letzten 18 Monate. So wir mussten neue Lieder schreiben. Auf Tour ist die neue Chance für uns. Und so, wenn du schreibst, man schreibt neue Lieder, die beste Inspiration kommt von, überall. Und so, wenn du bist auf Tour, du siehst die ganze Welt. Und ja, it's cool, so easy. Jetzt seid ihr beide da und eigentlich müssten wir ja an der Stelle Nick Howard fragen, ob er nicht auf deinem Album mitspielt. Frag ihn mal. Würdest du bei ihm auf dem Album mitspielen? Ja, yeah, definitiv, ja. Yeah. Jetzt. Wir können ein Lied, ja. Das ist nicht live, ne? No, yeah. Ein bisschen unfair, ich weiß. Ich liebe es, Musik zu machen mit jemand und ja, wir können ein Lied für dich schreiben. Kein Problem. Es war eine Ehre für mich. Ist er dein Manager? Ja. Ich habe das gedacht. Ja. Du hast gut gemacht. Okay, jetzt haben wir die professionelle Seite hinter uns. Jetzt können wir ja ganz privat werden. Ja. Wie ist das überhaupt? Du bist jetzt lang von deiner Heimat weg oder pendelst du immer hin und her? Ja, ich bin immer auf Tour und habe kein Heimweg. Das ist für mich war mein Traum als ein junger Mann. So für mich jeden Tag Musik zu machen, Shows zu spielen, das ist super. Ich habe vor 5 Jahren im Büro gearbeitet. Und jeden Tag habe ich gedacht, man, ich wünschte, ich war auf Tour. Und so jetzt habe ich eine Chance, das zu machen. Jeden Tag, kein Complaints. I know what's gonna break us down. We're untouchable. I know what's gonna hurt us now. We're untouchable. And we fall and we crawl and we walk and we run so we learn how to fly. To a place where our hearts were wide open, innocence rules and hope is unbroken. Say everything that we mean without choking, 'cause now it's time to let it out. I know what's gonna break us down.
ist ja eigentlich verrückt. Du kommst aus einem Seebad, Brighton, wo alle Leute Urlaub machen und du fährst weg. Ja, yeah, I know. Brighton ist eine schöne Stadt. Ja, yeah, Seebad. Das ist cool. Ich habe nicht das gehört. Es ist ein cool place. Brighton war ein super Stadt für mich als ein junger Mann. Viel Musik, Kunst, das ist super gut, aber you know, kann ich nicht nur in Brighton spielen. So, es war wichtig, zu Deutschland zu kommen. You know, ich habe viele mehr Städte hier. So, yeah, very cool. Hat sich bei dir privat auch einiges verändert seitdem? Du hast ja deinen Beruf quasi zwischendrin an Nagel gehängt. Alles hat sich verändert. Das war auch für mich das Ziel bei dieser Show. Ich wollte jetzt nicht unbedingt da gewinnen oder dieses Geld oder was auch immer, sondern ich wollte, dass sich bei mir im Leben was in die Richtung verändert, wo ich hin möchte, wofür ich jetzt seit 6 Jahren arbeite, an mir selber arbeite. Und von daher hat sich alles bei mir grundlegend verändert, ja. Und das ist schön. Also ich habe keinen Wettbewerb gewonnen, ich bin Pfarrer, aber deshalb interessiert es mich. Yeah. Fußballer, die beten immer, wenn sie aufs Spielfeld gehen, oder viele tun das, oder bekreuzigen sich. Yeah. Was macht Nick Howard, wenn er aufs Feld geht? Ich spiele Fußball. Ja. Vor jedem Konzert. Ich spiele Kick-Ups und dann bin ich bereit. Yeah. Das macht die Nervosität weg. Genau, ja, es geht ganz weg. Ja, yeah, kein Problem. Und dann, ich bin Thomas Müller. Ich kann alle Lieder spielen. Ja, du meine. Okay, ich glaube, da kriegen wir jetzt gerade nicht so viel raus. Fabian, wie geht's dir da immer? Ich meine, du hast ja daneben noch eine Gospelsängerin gehabt als Konkurrentin mit, ich glaube, 20 Sängerinnen und Sängern so im Hintergrund, die alle mitgefiebert haben. Also die Show war ja ein bisschen anders als bei Nick. Und für mich war dieser ganze Tag ein bisschen wie ein Trance. Ich habe davon gar nicht so viel, ich habe mich vorbereitet, ich habe alles abgeschottet um mich herum. Die einzige Person, mit der ich Kontakt hatte, war meine Gesangslehrerin in dieser Show. Und die hat mich irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, ich bin ja unendlich dankbar. Sie hat mich so meinen Puls auf minus 15 gebracht irgendwie, dass ich eigentlich mir wirklich egal war, was an diesem Abend so groß passiert, ob da jetzt irgendwie diese zwei Stars, Andreas Burani und Ed Sheeran, mich da loben oder was auch immer. Das war für mich in dem Moment nicht wichtig. Ich wollte einfach nur singen und das lief den ganzen Tag irgendwie so in so einem Fluss. Also es war, ich habe so einen Tag auch noch nie gelebt. Ich lauf von mir davon, Ziel, ein anderer zu sein, der sowas nicht denkt. Es macht mich kaputt, ständig an mir zu bohren, zu schrauben, um an mich zu glauben. Das Verlangen nach Macht, der heuchelt oder nicht, eine Droge und Gefahr für dich und für mich. Seinen Schwächen zu stehen, ja, das sollte doch gehen, das sollte doch gehen. Ich will doch nur so sein, wie kein anderer sein, und doch will ich so sein wie du. Ich sehe es nicht ein, ein anderer zu sein, und doch will ich so sein wie du. Man kommt da ja auch an Grenzen. Also ich habe gedacht, beim 7. Stück oder so, aus einer anderen Musikkategorie jeweils, macht da die Stimme noch mit? Es war an dem Tag sowieso, dass ich morgens aufgewacht bin und es hat gekratzt. Dann war die Generalprobe und es hat gekratzt. Und ich dachte mir, oh nein, was passiert jetzt heute Abend? Und dann bin ich zu meiner Gesangslehrerin drüben und habe gemeint, irgendwie, es kratzt ein bisschen im Hals. Und dann kommt sie her, schaut mich an, fasst an ihre Tasche, holt eine Tablette raus, sagt, nimm die da. Und alles war wunderbar. Alles war cool, ja. Ich meine, 8 Songs sind jetzt nicht viel. Wir haben ja auch nicht einen ganzen Song gesungen. Oder wir haben immer nur 20, 30, 40 Sekunden gesungen. Von daher war das jetzt physisch nicht anstrengend. Das war mental unglaublich anstrengend. Ja. Wie heißt das? Tablet. Wie heißt die Tablet? Ja, ich will. Gelo Revoice. Yeah. Magical Gelo Revoice. Ja, früher, alles legal, nee, also das kenne ich auch noch, man hat ja früher so Islamos oder ähnliches. Ja, genau, das ist sowas Ähnliches, das Ähnliches, ja. Auf keinen Fall Milch, gell? Auf keinen Fall, aber Gummibärchen sind anscheinend gut. Das geht auch. Okay, wir haben jetzt leider keine Gummibärchen da, aber mich würde es interessieren, wie geht's bei euch weiter?
Weiter, like nächste, was ist nächste? Yeah, so wir sind auf Tour für die ganze Sommer. Wir spielen hier in Deutschland, in England, in Italy, in den USA. Ich habe ein neues Album veröffentlicht, wir machen Promo. Und dann habe ich meine eigene Tour in September, Oktober. Wir spielen in ganz Europa. And yeah, so ich spiele das ganze Jahr und dann schlafe ich. Ich habe dein Album dabei und mir fiel auf, die Songs, also ich habe es auch komplett durchgehört. Ja, das ist deins. Fabians müssen wir noch verstecken. Ja. Die sind alle sehr fröhlich. Yeah. Aber eins hat einen furchtbaren Titel, Plane Crash. Ja, es ist nicht literal. Es ist über eine, you know, a relationship, nicht ein actual Plane Crash. Aber ja, ich habe versucht, mit meinem neuen Album nur eine andere Seite vor mir zu zeigen. Und ich habe drei Albums vor meinem neuen Album gemacht, aufgenommen. Und sie waren sehr Singer-Songwriter. Und ja, es war ist, wichtig für mich, Spaß zu haben. Und so, ja, yeah, das ist, you know, warum jeder Lied ist ein bisschen, you know, fun. Aber alle Fun, habe ich den Eindruck. Hoffentlich, ja. Yeah. Fabian, es ist eher ein bisschen nachdenklich, das You and Me. Ja, es ist ja nicht ein Album, sondern eine Single. Ja. Aber es ist eher nachdenklich, es ist eine Ballade, ja. Richtig. Aber auf dem Album kommen auch fröhliche Titel drauf, klar. Aber ein bisschen nachdenklich geht es auch weiter. Du hast ja auch eine Stimme, die eher ein bisschen, ich sag's jetzt mal, rockig, sentimental ausgerichtet ist. Hört sich gut an, ja. Ja, ich träume natürlich dann in Zukunft auch von der Tour, die Nick jetzt hat, so Italien, USA und alles. Das ist natürlich, ja, würde man gerne auch irgendwann mal haben. Cool. Und ansonsten bin ich jetzt voll drin am Produzieren von dem Album. Das muss, ja, das ist jetzt aktuell Priorität 1. Oh, Wiederholung ausgeschlossen. Nur weil ich so bin, ja, wie ich bin, so sollte es sein. Zu glauben, doch es stimmt, man kann nicht alles haben, was man will. Muss ich sehen und akzeptieren, dass du bist, wie du bist, und deine Freunde dich akzeptieren. Sind das eher einfach Gedanken im stillen Raum? Ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Bei mir ist es eigentlich, ich kann auch zum Beispiel nicht Songs schreiben, indem ich sage, jetzt schreibe ich einen Song oder jetzt schreibe ich einen Text. Und das ist, irgendwann fällt mal was ein, aber das ist von Song zu Song anders. Also ich habe keine genaue Linie, was jetzt, ich schreibe jetzt nur über dieses Thema oder solche Sachen. Also es ist für alles was dabei. Muss man richtig traurig oder richtig glücklich sein für einen glücklichen Song? Beide, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Glücklich für ein glückliches Lied und traurig für ein trauriges Lied. Aber, you know, wir sind like Actors, so, you know, wenn denke ich, ich muss ein trauriges Lied jetzt schreiben. Dann kommt ja schon die Tränen. Ja, yeah, exactly. Ich denke über meine Ex-Girlfriend und dann, einfach. Und wenn ich muss ein glückliches Lied schreiben, dann denke ich über die Weltmeister deutschen Fußballteam und dann ich bin glücklich. Und, yeah, okay. Wir unterschreiben das. Ja. We can turn the water around. Turn these thorns into a crown. Stop your tears from running down. Nobody can touch you now. Nobody can touch you now.
Also mir bleibt jetzt an der Stelle nur noch euch beiden wirklich glückliche Tage zu wünschen. Viel Erfolg auch mit euren Liedern und dass ihr eurem Publikum auch etwas geben könnt, was über den Tag hinaus hilft. Ja, und an der Stelle sagen wir vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und hoffentlich wählen Sie uns wieder, wenn es nächste Mal heißt, Vollwert kreative Köpfe aus Musik und Kultur. Auf Wiedersehen. Wir sind immer noch da. Drei Jungs mit mehr als Musik. Immer noch die Gebiets, immer noch fette Texte. Noch immer kein Interesse für hintere Plätze. Immer noch unterwegs für Gott mit Auftrag. Immer noch plakativ und tief wie South Park. Immer noch der Killer, so wie jedes Mal Kenny. Immer noch Peter Pan, Mike, Ruben und Danny. Immer noch Warriors für den Boss, für wen sonst. Immer noch am Leben für Seafood.